Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Halbquadrat zwischen Mars, Herrscher von 1 und 8 und Pluto, Herrscher von 8 in 11. Also das verspricht ein spannendes Horoskop zu werden, aber es wird möglicherweise, ja, ich weiß nicht, vielleicht geht jetzt der Strom aus, aber hier steht, was steht da? Schock, Strom ab heute um 50% teurer. Ja? Erhöhte Preise für die Kunden. Im Schnitt 250, ist total, oder? Großartig. Und hier steht, also die Rechtfertigung vom Chef lautet, er darf den Strom nicht günstiger anbieten, weil sonst würde er die Aktionäre schädigen. Ja, das verstehe ich. Das ist klar. Das ist klar. Und dafür haben wir auch, falls genossen, dafür kommt jetzt der Staatsratsvorsitzende zum Wort. Knüppelkarl, bitte sprechen Sie. Ja, also ich habe die Situation voll im Griff und ich beobachte laufend die Steigerung der Preise und es ist mir selber unangenehm, aber wir müssen dadurch, die Aktionäre haben das Recht auf Gewinnmaximierung und ich bin dafür verantwortlich, dass die Aktionäre auch zu ihren Gewinnern kommen. Und außerdem, ich habe keine Zeit, mich für Belanglosigkeiten zu interessieren, weil meine Frau und meine Kinder nehmen mich vollkommen in Anspruch und alles andere interessiert mich auch nicht. Ende. Ja, also Karl, du bist ein absolutes Genie. Wir wünschen dir und deiner Familie natürlich eine gute Zeit und ich weiß nicht, wie viel Gehälter kassiert. Sind es 14 oder bekommt er 16 Monatsgehälter? Ich weiß es nicht, aber es soll angeblich kein großes Monatsgehalt sein und er muss eben auch hier als Nebenerwerbsbauer agieren und vielleicht kann ihm da sein guter Freund Zemlinski helfen. Wir wissen ja nicht, wie die Freundschaften laufen. Wie gesagt, nach Moskau soll er angeblich nicht mehr so gerne fliegen. Also das mag er nicht, weil die Ohrenlänge bei ihm hat er schon beträchtlich zugenommen. Ja. Also das sind Sachen, das muss man auch auf der menschlichen Schiene verstehen. Ja. Der Karl schaut halt dort, wo es am leichtesten hat. Wollte jetzt fast sagen, nein, das nicht, wo es am leichtesten hat. Er steht ja auch der besitzenden Klasse im Wort und der stehen wir halt im Weg. Was soll man machen? Es ist halt so, wir sind denen halt im Weg. Das muss man auch einmal begreifen. Ja? Es heißt ja auch Volkspartei, glaube ich, heißt es. Ja? Also da geht es um das Volk der Millionäre. Das muss man auch verstehen, wie das gemeint ist. Wir haben folgende Zahlenreihe aus der neuen Welt. Ja? Die neue Weltordnung ist auch in der Zahlenreihe schon drinnen. Wir haben hier die 14, die 16, die doppelte 18, die 20, die 22. Daraus resultieren dann die 4. Ja, die 14 haben wir vorhin schon kennengelernt. Ich glaube, braucht man nicht allzu viel dazu sagen. Die Bescheidenheit, Gürtel enger schnallen, Gelassenheit angepasst, weiter fleißig arbeiten, weil die Gewinne am Stromsektor, die muss ja auch jemand erwirtschaften. Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Aber wir haben hier auch etwas, was uns natürlich ein bisschen beruhigt. Ja. Es geht auch hier steht, abcashen in Deutschland und aus diesem kleinen Beitrag geht dann daraus auch hervor, 20.000, wo steht das? Ja, nur da irgendwo. 20.798 Gigawattstunden im Jahr wurden, also 2021, nach Deutschland verkauft und offensichtlich die zahlen besser. Ja? Also wenn die besser zahlen, dann müssen halt die kleinen Leute mehr bezahlen, das ist halt so üblich. Und dafür gibt es ja auch eine Art Regulierungsausgleichstätigkeit, wie das so früher eigentlich immer, jahrzehntelang wurde uns gesagt, ja, das darf nicht passieren, ja, Volksgenossen, das darf unter keinen Umständen passieren und dafür setzen sich die Gewerkschaften noch ein, da sind wir da und wir sind dick da, beim Kassieren waren wir immer zur Stelle und daher werden wir auch weiter die Interessen derer vertreten, von denen ihr halt eigentlich nichts wissen wollt. Ja, Freundschaft, also so gesehen, wunderbar, alle sind auf unserer Seite und wir können uns auf die 16 jetzt konzentrieren und fokussieren. Die 16 ist sozusagen, sag zum Abschied leise Servus. Das ist die
Beendigungszahl. Also da geht was vorbei. Also das ist, das war's dann, ja. Also schöne Erkenntnisse, die sich hier langsam von bei vielen Leuten, wo der Reiz, der bei den Ohren hineinkommt, wo der Reiz dann sich auf die Suche nach den beiden Gehirnzellen macht. Jeder, weil es ja zwei Ohren, ja, die meisten haben zwei Ohren, und jede Gehirnzelle steuert ein Ohr, und da kommen gewisse Informationen hinein, und es braucht halt seine Zeit, bis Informationen verarbeitet werden. Aber nichts überstürzen, ja, nichts überstürzen. Schön langsam. Die 16, wie gesagt, ja, alles geht vorüber, alles geht vorbei, das ist gleich, oder es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Das ist, glaube ich, beim Pissoir, glaube ich, ist das dieser Spruch oder sowas. Aber die 18 als doppelte Ausfertigung ist sozusagen die Täuschung. Man wurde getäuscht, man lässt sich täuschen, es ist da alles auf Wahrheit aufgebaut. Also von dem dürfen wir ausgehen. Und na, interessant, ja, wir sehen ja auch wieder den Herrscher von 1 in 12 eingeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 12. Haus. Halleluja, also besser geht es gar nicht mehr. Da könnte die 18, würde ich sagen, doch für mich den deutlichen Ausschlag machen. Keinen Hautausschlag, sondern um mich für die neue Zahlenreihe zu entscheiden. In dieser Runde hat die neue Zahlenreihe meines Erachtens gewonnen, weil die doppelte 18, Brakovic, die hat schon eine gewisse Aussagekraft. Gut, an fünfter Stelle haben wir die 20. Naja, und die 20 und die 16, die sind Brüder, die sind miteinander verwandt. Ja. Oder Schwestern, sind Schwestern, ich weiß nicht. Brüder, Schwestern, auf jeden Fall eins von diesen, glaube ich, wie viel haben wir, 29 Geschlechter haben wir derzeit. Aber es werden noch weitere gesucht. Also es ist, wichtig ist Diversifikation, oder wie dieses Wort auch immer heißt. Und es muss jede Randgruppe natürlich auch ein eigenes WC haben. Und das ist also auf die Betriebe, die noch leben sollten, kommen weitere Milliardenausgaben vor. Da wird dann halt zusätzlicher Raum geschaffen werden müssen für über 29 WC-Anlagen. Ja, und hier haben wir die 20 eben, naja, da geht es um sozusagen das Gericht, die Auferstehung der Toten. Ja, wiederum Armut, loslassen, alles verlieren, Gott vertrauen. Gute Nacht, wie es so schön heißt. Die letzte Zahl, die 22, auch wundervoll, eine Meisterzahl, das ist der Narr in Action. Und zwar, hier geht es Hochmut, Blockaden, man möchte nicht lernen, und dabei wäre die Lehre, hier einfach die Dinge in die Tat umzusetzen. Und wie wir das bei allen Vierern immer wieder, oder wie ich das bei allen Vierern, bleibt da, wie wir das bei den Vierern festgestellt haben, dass Saturn übrigens, darf ich vorstellen, dass es hier darum geht, sich um sich selbst zu kümmern. Ja? Das haben ja alle, der Onkel Klausi und seine Freunde, die haben ja das alle gemeinsam, sie kümmern sich immer so gerne um die anderen. Der Billy Baby Boy, alle diese wundervollen Charaktere kümmern sich so gerne um die anderen. Dabei wäre es doch völlig ausreichend, würden sie sich nur um ihr eigenes Leben scheren. Wie glücklich wäre die Welt dann auf einmal. Gell? Spannend, wie einfach die Dinge sein könnten. Aber es ist halt so, wenn Parasiten in großer Anzahl unterwegs sind, dann wollen diese natürlich auch im Mittelpunkt stehen, weil sonst würden die Leute draufkommen, Moment, wer braucht dann Parasiten, oder? Das ist ungefähr so, wie man einen Kropf braucht, aber egal. Wir haben hier einen 45-Grad-Aspekt zwischen Mars und Pluto. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir doch ein bisschen Astrologie auch so nebenbei. Ja. Ich bin Nebenerwerbsbauer. Und ja, vielleicht nehme ich noch einen zweiten Job an. Du weißt, USA braucht Geld, ja, also brauchen Geld, Plurals. Wir haben hier 45 Grad zwischen Mars und Pluto, und das ist ein Aspekt der Gereiztheit, der Frustration. Das heißt, hier sollte man sich dann ja, so allmählich, man möchte keinen Stress machen, ja, aber man sollte sich auch ein bisschen auf Veränderungen einstellen. Also so wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Wir sehen hier Spitze zweites Haus, ja, sehen wir auf 26 Grad Stier, 17. Man nennt das, glaube ich, auch astrologisch Alkohol, ja. Alkohol, der Gule, der Golem, der Alkohol, also der Alkoholiker. Und wir haben hier interessantes. Aha. Gut, da muss ich dann noch nachschauen bei Vivian Robson, weil ich bin sicher, dass er sehr viel darüber zu sagen hat, aber dass das, was er eben zu sagen hat, wahrscheinlich nicht salonfähig ist. Ich habe das Buch hier gleich rechter Hand. Na, ich werde erst nach dem Video rüber sprinten. Die 2 Meter werde ich ihm
Sprung überwinden. Naja, Mars, Pluto. Worum geht es? Worum geht es? Es geht darum, dass der langsamere Planet, also Pluto, den schnelleren Mars sozusagen sich oder ihn auffordert, nicht sich selber, sondern ihn auffordert, der Pluto fordert den Mars auf, sich mit dem Thema Sicherheit und Existenzängsten auseinanderzusetzen, denn der schnellere Planet, der Mars, hat nämlich Angst vor der Zukunft. Und hier haben wir eben die Frustration, die ja dann sozusagen ins Quadrat münden wird. Und naja, das Quadrat wird dann doch irgendwie, weil es ja dann im Widder stattfinden wird, ich habe auch aufgeschrieben, wann, Moment, das ist der 2. Juli, also das heißt, wir haben, dieser Aspekt gilt ziemlich genau für 2 Monate und da haben wir dann in diesen 2 Monaten Zeit, sozusagen neue Muster kennenzulernen. Denn der Mars ist der Herrscher des 1. Hauses und der Herrscher des 8. Hauses, also das heißt, er zeigt uns ja schon etwas auf. Das heißt, die Heimat, das ganze Land, Mitteleuropa, vielleicht ganz Europa, ja, wenn er so mittig ist, der Aszendent, puh, der ist ganz schön in der Kulmination. Brack, brack, brack. Und ich habe auch geschaut, da haben wir noch einen Fixstern, und zwar Alpheratz. Ja. Alpheratz ist hier 1421, also das heißt, der passt hier ganz genau auf den Aszendenten und mit dem 8. Haus in Kombination würde das natürlich den Niedergang des Landes bedeuten. Natürlich, das 8. Haus steht auch für multinationale Großkonzerne, für Wirtschaftsmacht und so weiter. Aber in dem Fall würde ich sagen, steht es eindeutig für den Niedergang, weil der Mars geruht ja im 12. Haus in den Fischen tief und fest zu schlafen. Also das heißt, hier ist eigentlich die Energie null. Also das heißt, der Energielevel ist hier bestenfalls auf Nervosität, Gereiztheit gestellt. Aber das war es dann auch schon. Und Pluto als Herrscher des 8. Hauses im 11. Haus, was will uns der sagen? Auch hier der Niedergang, also 8. Haus ins 11. Haus, verbündete, befreundete Staaten. Wie gesagt, Alkohol, also der Herrscher von 2, ja, also Finanzen, ist im 12. Haus, im Widder die Venus, ja, und Mars und Venus sind über den Widder hier indirekt miteinander verbunden. Ja. Ich schaue dann, vielleicht haben wir da sogar noch eine Halbsumme, das wäre theoretisch möglich. Ich glaube, das sind, wie viel sind das? Da haben wir 6 Grad, da haben wir 13, sind 6 Grad, naja, 6 und 13 müsste es um die 17 ergeben und hier haben wir 13, ja, das, naja, ist eine schwache Halbsumme, aber es ist halb summiert, also das heißt, wir haben hier dann natürlich zusätzlich tatsächlich auch noch eine Verbindung über Saturn, machen wir dann im nächsten oder übernächsten Teil. Auf jeden Fall sehen wir, es gibt hier große Schwierigkeiten, ja, mit den verbündeten Staaten. Ich will jetzt nicht an Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und andere starke Staaten, also tourismusstarke Staaten erinnern, sondern es könnte aber durchaus damit zusammenhängen, würde ich mal so theoretisch in den Wind komponieren. Weiter zum 3. Teil. Ende.